Das fast 500 Jahre alte Pastorenhaus von Martfeld in Niedersachsen hat nach 3 Tagen Bewegung im Schneckentempo seinen neuen Standort erreicht. Zimmerleute hatten das Fachwerkhaus von 1535 in traditioneller Weise auf Rundhölzern etwa 140 Meter weit gerollt. Um die Wirkung der alten Technik zu zeigen, nahmen sie für die letzten Meter nicht ihren Radlader zum Ziehen, sondern eine alte Handwinde aus einem Museum. 4 Mann am Drehkreuz bewegten das mehr als 15 Tonnen schwere Gebälk. Dann stand es sicher auf dem neuen Streifenfundament. Vordergründig war für uns ja die Rettung des Gebäudes und das zu erhalten. Halt im Dorf, und das ist gelungen. Und wir haben ja auch einen sehr guten Standort gefunden im Kontext der historischen Gebäude hier. Im kommenden Jahr soll in dem alten Pastorenhaus eine kleine Ausstellung entstehen, die von der Geschichte der Reformation auf dem Land in der früheren Grafschaft Hoya erzählt. Das Fachwerkhaus gilt historisch und architektonisch als Rarität. Es ist das Wohnhaus, was der erste Pastor gebaut hat. Das ist natürlich jetzt fast 500 Jahre her. Und der Pastor, der dann sozusagen als Lutheraner hier gepredigt hat, auch wie Martin Luther geheiratet hat, hat eben dieses Gebäude für seine Familie, wenn er mal nicht mehr lebt, gebaut. Das Haus überlebte fast 500 Jahre, weil Ende des 18. Jahrhunderts ein größeres Haus drumherum gebaut wurde. Forscher entdeckten vor 20 Jahren, dass sich in dem Bauernhaus ein vollständiges, kleineres Haus verbirgt. Es steht jetzt dort, wo es stehen bleiben soll. Am besten die nächsten 500 Jahre.